Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Wir starten heute den neuen Film mit unserer Banane, der rosa Zwergbanane. Das ist ein Kindel von der großen, die jetzt anfängt zu blühen übrigens. Ich muss wieder Wasser nachfüllen, es ist wieder verbraucht. Hier in der Selbstbewässerung, Geschichte kennen wir. Dieses Mal ist ja so gut wie gar kein Wasser mehr drin. So ist das, ne? Die schluckt ganz schön jetzt, das sage ich dir. Oh, ich werde das jetzt befüllen hierbei, muss ich gleich nachmessen. Müssten um die 1000 sein. Pass mal auf. So, ich habe diesmal auch die Variante genommen mit dem Hydroponic Mikro. Pass mal auf, was haben wir jetzt hier drin? Ja, 1300. 1300 haben wir jetzt hier drin. Böttchen ist voll und dann schauen wir mal, wann wir das nächste Mal tatsächlich wieder gießen müssen. Sollte doch übrigens mal trocken werden, dann musst du ihn wieder aktivieren. Das heißt, dann musst du ihn ja, gucken, dass er wieder nass wird. Ne? Denn wenn er einmal trocken ist, hier im oberen Bereich, dann wird er so schnell selbstständig nicht mehr nass und zieht nicht mehr. Das ist ganz wichtig auch zu wissen nebenbei. So, das war das Blatt, was wir letztens gesehen haben. Da läuft mir gleich Wasser hier auf die Hand. Und hier kommt tatsächlich schon wieder ein neues Blatt herausgewachsen. So flott geht die ganze Geschichte. Das ist also echt mega cool. Ich gucke mal gerade, Untersetzer ist nach wie vor trocken, ja. Irgendwann gucken wir auch in die ganze Geschichte hier mal rein, wie das im Wurzelbereich aussieht. Ganz klar, Fall im Moment noch nicht, weil es läuft noch. Ja, es läuft richtig gut, muss ich sagen. Nach wie vor Wasserersparnis, eine richtig coole Sache. So, dann werden wir uns jetzt heute ein paar Kleinigkeiten angucken. Also gibt Klimbim, weil ich da richtig Bock drauf habe, heute so ein paar Updates zu zeigen, wie sich alles so entwickelt. Man, der braucht mal ein bisschen Wasser. Ich sehe mal, der Baum, ich sehe gerade, wenn ich schon mal hier hocke, kriegst du auch was, ne? Der macht sich übrigens auch, jetzt hätte ich mal vorher hochgehoben, lol. Der macht sich übrigens auch mega cool hier, mit relativ wenig Licht. Das ist der Steckling, den wir damals herangezogen haben. Und mittlerweile ist er richtig gut in Gange, muss ich sagen. Ne? Anfangs hat das alles ein bisschen gedauert, aber jetzt geht doch die Post ab. So, okay. Einmal kurz die Pilea peperomioides gezeigt. Die sieht jetzt so aus. Mega cool am Wachsen. Auch hier auf dem Fußboden, wie gesagt, mit relativ wenig Licht. Aber das ist schon eine coole Sache. Die meisten Pflanzen brauchen gar nicht so viel Licht. Hier nochmal kurz gezeigt die Spatiphyllum Diamond Variegata. Das ist das Blatt, was jetzt zuletzt herausgewachsen war. Und es kommt tatsächlich wieder ein neues Blatt hinterher. Aber das ist so cool, dass, wie gesagt, die meisten gar nicht so unter der Beleuchtung hängen müssen, sondern einfach im Raum stehen können. Das ist eine coole Sache. So, okay, oh, dann wollen wir mal gucken, was wir uns jetzt gleich alles gemeinsam hier ansehen. Syngonium, Syngonium Arrow. Im Moment fahre ich voll auf Syngonium ab. Ist tatsächlich so. Das sind so herrliche Pflanzen, die machen so wenig Arbeit in dem Sinne. Also die werden bei 400 bis 500 gedüngt, kontinuierlich in dem Sinne. Ab und zu auch reines Wasser, ganz klarer Fall, dass mit was nee, die Werte nicht übertreiben. Aber das wissen wir alles schon. So, und hier die Syngonium Albo Variegata. Ich ziehe es einmal komplett ins Bild jetzt hier. Ja, das geht also mega rasant. Das ist echt der Hammer. Das ist das Blatt, was jetzt zuletzt herausgewachsen war. Nicht der Stern, Moment. Nicht der Stern, nein, der nicht, sondern das Blatt hier. Siehst du wohl, mega hübsch, mega hübsch. Und es kommt schon wieder ein neues Blatt hinterher. Also das geht jetzt auch, ne? Eins komplett ausgereift, zack, bumm, kommt das nächste hinterhergewachsen. Auch vom Wachstums, vom Habitus her sehr interessant, dass also die Syngonium auch komplett unterschiedlich sein können. Was, wie gesagt, das, der Habitus, ich versuche mal ein bisschen zu drehen, so kann man das vielleicht ein bisschen besser erkennen. Ja, das ist schon cool. Auch relativ wenig Licht, muss ich sagen. Richtig coole Sache. Bei Gelegenheit werden wir nochmal durchmessen hier, was Lux angeht. Ja, ist genial. Also hier haben wir die Syngonium Albo Variegata, steht hier unter der Aquarienbeleuchtung. Also die hängt unter der Decke, die Leuchte. Ne? Und bei der Arrow links, die steht ja im neuen Dschungel unter der, ach wie heißt, Sansi 36 Watt LED. Auch auf dem Fußboden wohlgemerkt, ne? Nicht direkt unter der Lampe. Also das ist schon eine coole Sache, dass wir das so mitnehmen können oder aus dem letzten Jahr mitgenommen haben, in dem Sinne ins nächste Jahr jetzt, dass also die meisten Pflanzen gar nicht viel Licht brauchen, also als Unterpflanzung in dem Sinne. Das ist schon eine richtig schöne Sache, dass man das weiß, weil dann brauchst du also nicht eine kräftige Beleuchtung in dem Sinne, ne? Sondern kannst sie weit wegstellen von der Beleuchtung. Sollten natürlich Licht bekommen, ganz klarer Fall. Okay, yep, yep, yep. Wolfgang, pass mal auf. Ich habe deine Heuer. Ja, ich habe sie liegen lassen, habe eine Folie drüber gedeckt. Sie sind mir dann doch trocken geworden. Ich habe es gerade nass gemacht, eingesprüht. Pass mal auf, mal gucken. Ganz kurz zu unserem Weihnachtsstern-Steckling hier. Habe ich heute Morgen gegossen, deswegen dribbelt das jetzt so.
Der hat ein heftiges Grün entwickelt. Das geht schon ein klein bisschen ins Rötliche sogar. Der steht jetzt unter der. Ach, wie heißt sie denn jetzt? Kennst du sie noch? Diese Maizi-LED-Lampe, diese ganz kräftige, die man eigentlich gar nicht braucht. Zumindest nicht für normale Pflanzen. Ist so, ne? Also die meisten Pflanzen brauchen gar nicht so Powerlicht. Ist so gegeben. Trotz alledem entwickeln sich darunter ganz anders. Das haben wir damals auch beim Seemannbaum gesehen. Der hat schön rote Blätter bekommen. Ja, da war schon heavy. Allerdings steht das Olivenbäumchen darunter und dem gefällt es darunter richtig gut. Also der braucht dann doch tatsächlich auch ein bisschen mehr Power. So ab und zu stelle ich mal ein paar andere Pflanzen darunter. Da steht jetzt auch dieser Weihnachtskaktus drunter, um mal zu gucken, wie der sich dann wachstumstechnisch und blattfärblich entwickelt. Das ist nämlich schon interessant mitzunehmen, so ne, zum Vergleich zu anderen Pflanzen in dem Sinne. Ja, okay, messen werde ich heute nicht. Ich müsste jetzt eigentlich allerdings nachmessen, machen wir aber nicht. Ich mache es vielleicht alleine gleich nochmal. Ja, pass mal auf. Das glaubt mir kein Mensch. Wie gesagt, das Zeber ist trocken gewesen, richtig trocken. Ich habe allerdings vor 2 Tagen hatte ich es nass gemacht. Aber es ist hier offen an der Luft. Ich habe nur eine Folie ganz leicht drüber gedeckt und ja, pass mal auf, gucken wir uns jetzt an. Das sind jetzt somit meine ersten Erfahrungen, die ich heute mitnehme bei den Hoyas. Das ist nämlich mal eine richtig coole Sache. Die brauchen nur ganz wenig Feuchtigkeit und tada, die Wurzeln wachsen überall heraus. Wie Wolfgang das schon gesagt hatte, aus jedem Knötlein kommt ein Würzlein. Ja, ist tatsächlich so gegeben. Und wie gesagt, heute Morgen waren sie trocken gewesen. Ich habe es dann eingesprüht vorhin, habe es dann aufgemacht und war ganz überrascht, was hier los ist. Also das konnte ich ja fast gar nicht glauben. Ne, das ist jetzt aber mal eine richtig coole Sache. So, und zeige ich das Stückchen auch nochmal hier. Genau dasselbe, ne? Kannst erkennen. Überall wachsen Wurzeln, überall. Also das ist echt mal der Hammer. Du brauchst du gar nicht ins Wasser stellen, ne? Legst du einfach ins Zeber für 2, 3 Tage oder wie lange ist das jetzt überhaupt her? Na, 4 Tage, glaube ich, oder so, um den Dreh, ne? Und zack, bumm, wachsen die Wurzeln. Das heißt, du brauchst du gar nicht ins Wasser stellen. Lass es so bewurzeln im Zeber, steckst in die Erde, lass wachsen. Das ist jetzt aber echt mal der Hammer. Allerdings wachsen sie jetzt hier auch schon ins Zeber langsam rein, von da muss man da ein bisschen aufpassen. Das ist schon richtig coole Sache, Wolfgang. Also das habe ich so noch nicht gesehen. Und ich sage dir, da war ich jetzt aber richtig überrascht, ne? Also das ist jetzt echt schon mega. Ja, okay. Mal gucken. Das heißt, ich kann so ruhig noch 2, 3 Tage hier drin lassen. Da brauche ich keine Bammel haben, dass da irgendwas passiert. In dem Sinne und von daher, wie gesagt, sie lagen so rum. Ich hatte hier oben eine Folie draufgelegt, ne? Aber trotz alledem kam Luft drunter her. Also das ist jetzt mal eine richtig coole Sache. Muss ich sagen, sprühe es noch mal ein bisschen ein. Und dann, ja, das ist so genial. Da kannst du Pflanzen, wenn du irgendwo Stücke hast, dann erstmal so separat irgendwo deponieren in dem Sinne, ne? Und dann, wenn du Zeit hast, kannst du das Ganze einpflanzen. Kannst du natürlich auch in Moos legen oder hast du nicht gesehen. Alles möglich, denkbar, was Bescheid, ne? Ja, okay, dann gucken wir mal, was wir jetzt uns gemeinsam noch ansehen werden. Unsere Weihnachtssternbabys. Das ist jetzt der große, der hier im Raum steht, in der Nähe von der Maizi-LED-Beleuchtung. Dachte ich ja, dass es daran liegt, dass er jetzt ein kräftiges Grün hat. Das ist die Variante, das kleinere Baby hier, aus dem Badezimmer, was kurztags stand im Winter und jetzt halt so, wie es draußen gegeben ist. Dann dementsprechend auch mit Zusatzbeleuchtung, aber auch ganz weit weg davon, ganz klarer Fall. Auch hier mit der Sansi 36 Watt LED, genau. Ja, also die sehen eigentlich recht gleich aus vom Grün, muss ich sagen. Da tut sich nicht viel. Das Schätzchen hat hier 2300 Mikrosiemens. pH-Wert ist neutral bei 7 ungefähr. Hier das Schätzchen hat 800 Mikrosiemens. pH-Wert ist auch neutral bei 7 ungefähr. Also etwas drunter bei beiden. Ja, das ist schon mal interessant mitzunehmen. Also liegt es nicht am Licht, dass der jetzt so ein Grün ausgebildet hat, sondern wo dran? Ja, an der neuen Düngerlösung, Mischung in dem Sinne, die wir verwenden. Wir verwenden momentan in dem Verfahren auf 1 Liter Osmosewasser 2,2 Milliliter Compo Grün- und Palmdünger und zusätzlich 1 Milliliter Floramicro. Je nachdem, da bekommen wir einen Wert von taus über 1000, 1200, um den Dreh, genau habe ich es noch gar nicht nachgemessen, mal ist ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber über 1000 auf jeden Fall. Wenn man das jetzt verringern möchte, dann kippst du einfach nochmal die gleiche Menge dementsprechend Osmosewasser dazu und dann hast du halt den halben Wert in dem Sinne, ne? Aber wie wir sehen, das läuft richtig gut, muss ich sagen. Ja, und im Verhältnis dazu zeige ich euch jetzt mal die Mutter, die steht ja momentan drüben. Hör mal auf, da sieht das nämlich ganz anders aus. So, jetzt geht's weiter. Pass mal auf. Das ist jetzt die Mama.
Ja, Hammer. Das ist die Mama, Hammer. Wahnsinn, ne? Was die sich entwickelt hat, wunderschön. Auch die oberen Blätter sind relativ dunkel, die unteren hell, auch mit hellen Flecken in dem Sinne so ein bisschen. Sie hat jetzt auch ein paar Blätter abgeschmissen, bedingt dadurch, weil sie von oben nur noch Licht bekommt und seitlich nicht mehr. Von daher hat sie jetzt einfach mal ein paar Blätter weggeschmissen. Aber das ist dann ganz normal. Ne? Wo kein Licht hinkommt, da braucht die Pflanze auch kein Blatt. Und von daher schmeißt sie das dann einfach weg in dem Sinne. So, das Interessante ist nämlich, pass auf, ich halte jetzt mal daneben, mal gucken, ob man das so ein bisschen erkennen kann. Vielleicht, ne? Aber die sieht schon wesentlich kräftiger aus hier. Pass mal auf, wir haben hier einen Mikrosiemenswert von 2500, pH-Wert von 4,2. 4,2, ja. Warum ist der hier, der pH-Wert, niedriger als bei den beiden anderen Varianten? Weil ich hier das Ganze letztens gegossen habe, so wie wir es verwenden, die Düngerlösung, dementsprechend mit einem Schluck Leitungswasser drin. Deswegen ist bei den beiden hier der pH-Wert höher und hier habe ich es noch nicht gemacht und daher ist der pH-Wert halt so niedrig. Von daher muss ich hier auf jeden Fall heute mal einen Schluck Leitungswasser mit reingeben und dann haben wir da für ein paar Wochen Ruhe. Dementsprechend können wir ganz normal weiter gießen und düngen. Interessant mitzunehmen jetzt vor allen Dingen von bis, ne, was die so aushalten oder womit sie gut zurechtkommen. Hier bei 800 Mikrosiemens, ne? Hier hatten wir, ich weiß jetzt nicht mehr, auch über 2000, glaube ich, waren es, ne? Und hier bei 2500. Das ist schon mal schön zu sehen. Wenn es den Pflanzen gut geht, dann vertragen sie tatsächlich auch wesentlich mehr. Ja, auch hier ungefähr 2,5, 2,6. Also das ist eine coole Sache, dass wir es mitnehmen können. Sie kommen mitnehmen können, ja, genau. Sie kommen mit weniger zurecht, sie kommen aber auch mit mehr zurecht. Ja, also das ist mal eine mega coole Sache, dass man sieht, dass die gar nicht dann so empfindlich ist, sind. Ab und zu ein bisschen mehr Stickstoff, wie wir es jetzt handhaben, mit den Mikronährstoffen drin. Das ist eine richtig coole Sache. So, okay, das lassen wir jetzt so stehen, dass ihr das mitnehmen könnt, ne, zu dem Thema, wie viel Mikrosiemens, ne, weiß Bescheid. Es geht auch von bis. Manche Pflanzen kommen mit wenig zurecht, aber auch mit viel zurecht in dem Sinne. Und von daher ist das schon mal soweit ganz okay. Die Mutter habe ich heute übrigens auch mit der neuen Düngerlösung dementsprechend gegossen und gedüngt. Und dann wird sie demnächst auch nochmal kräftiger in Erscheinung treten. Und wie gesagt, jetzt bringen wir pH-Wert ein bisschen hoch, ganz einfach. Schluck Leitungswasser rein, nur ein Schluck, reicht vollkommen aus und dann bastard wieder. Okay. Heute gibt es ein Update von der Peperomia Watermelon, die ja so extremst rumzickt. Oh, das Phänomen habe ich jetzt übrigens auch bei einer Peperomia Raindrop. Oh, auf, ich zoome das mal ein bisschen näher ran. Mal gucken, ob wir das so hinbekommen. Müsste eigentlich klappen. So ungefähr. Guck mal. Guck mal, den Neuaustrieb wieder ansieht. Der verknubbelt in dem Sinne. Habe ich so auch noch nicht gesehen, weil ich drehe mal eben. Das sollte vielleicht von der anderen Seite nochmal sehen können. Ja, woran das genau liegt, weiß ich noch nicht, ehrlicherweise, muss ich sagen. Das ist nun mal so. Wo war das denn jetzt? Drehe ich hier und drehe da. Da kann man das sehr gut sehen, auch nochmal. Guck mal. Ja, also, was ist hier los? pH-Wert ist jetzt okay. Allerdings, wie gesagt, ich hatte ja vor kurzem erst ein bisschen Leitungswasser beigegeben. Liegt also etwas unter neutral, etwas unter 7. Das ist jetzt soweit okay. Mikrosiemenswert liegt knapp bei 1000. Ist auch okay. Ja. Was fehlt hier? Was ist da los? Oder ist irgendwas anderes im Busche in dem Sinne? Weiß man ja alle nicht, ne? Was es noch für Krankheiten auch gibt oder so. Von daher, ja, was wir jetzt machen können, wir werden sie jetzt, ich würde sagen, auch mit dem anderen Dünger behandeln, um mal zu gucken, ob wir das Ganze dann wieder richtig in Gange bekommen. Dazu werde ich das Ganze allerdings einmal komplett durchspülen und dann fangen wir hier bei 500 Mikrosiemens wieder an. Das brauche ich jetzt nicht zeigen, das nehmen wir oft genug mit. Ja? Okay, mal gucken, was hier Tatsache gegeben ist. Vielleicht habt ihr ja schon eine Idee. Also ist auf jeden Fall eine sehr interessante Erscheinung, muss ich sagen. Okay. So, durchgespült ist er mit reinem Wasser und jetzt gieße ich hier ein Fitz habe ich noch davon, von dem Dünger, was wir vorhin angesetzt hatten, für die Banane auch. Und ja, da müssen wir mal beobachten, wie das Schätzchen jetzt darauf reagiert. Da bin ich mal gespannt drauf. Ich habe schon die Vermutung, dass es eine Krankheit ist, weil das ist doch ein bisschen arg merkwürdig. Denn ich habe noch ein paar andere Raindrops Peperomia, die sehen richtig gut aus, auch die Variegata-Form richtig gut. Nur das Schätzchen hier sieht ein bisschen arg merkwürdig aus. Okay, also die Mutterpflanze sah damals auch schon so komisch aus. Von daher, ja, ich weiß auch noch nicht. Mal gucken, wie wir das rausbekommen. Das ist ein Blattsteckling von damals, den wir gemacht haben. Das ist mir jetzt gerade umgefallen. Normalerweise stand er immer so.
Aber da er noch nicht umgepflanzt wurde, er steht ja oben auf im Prinzip, ne? Und mit seinen dünnen Wurzelchen, ist klar, wenn man dann anpackt, dann fällt er um. Ist logisch, das ist ja soweit ganz normal. Der sieht nämlich auch ein bisschen arg merkwürdig aus. Meine Blätter sind sehr interessant, muss ich sagen. Haben leiden jetzt auch nicht so extremst, aber auch hier ist das Wachstumsverhalten irgendwie nicht ganz normal in dem Sinne. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das so rausbekommen im Laufe der Zeit. Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee, woran das liegen kann. Ich gehe fast davon aus, dass es eine Krankheit sein wird. Frage ist nur, wie kriegt man das dann weg in dem Sinne, wenn das so gegeben ist. Aber jetzt müssen wir abwarten, wie sich das verhält mit dem neuen Dünger in dem Sinne. Ne? Mit etwas mehr Nährstoffen und dementsprechend mehr Mikronährstoffen, also Stickstoff und Mikronährstoffen, so war das. Mit dem Flora-Mikro. Was wollte ich jetzt gesagt haben? Jetzt ist es weg. Wir warten einfach ab hier. Was anderes können wir gar nicht machen. Ach so, wir hatten das damals bei den Wüstenrosen auch so eine ganz merkwürdige Erscheinung. Waren ja diese Blumenkohlkopf-ähnlichen Ausstülpungen, die dann gewachsen sind und dementsprechend keine normale Pflanze mehr. Vielleicht ist das hier irgendetwas Ähnliches. Ich weiß es nicht. Von daher müssen wir uns überraschen lassen, was jetzt im Laufe der Zeit hiermit passiert. Okay. So, jetzt kommen wir zu zwei wirklich wunderschönen, hübschen Pflanzen. Einmal hier eine Wasserkultur, unseren Ficus elastica, unser Gummibäumchen. Macht richtig hübsche Wurzeln, richtig cool anzusehen. Das ist eine richtig coole Sache. Wir waren hier damals, hatten wir das gemacht bei pH 6, 400 Mikrosiemens. Jetzt haben wir pH 7,2 und Mikrosiemens fast 700. Ich habe auch hier damals vor kurzem dementsprechend die Düngerlösung mit Leitungswasser reingegeben und deswegen jetzt dieser etwas höhere pH-Wert dementsprechend. Also muss ich hier aufpassen, hier kann ich also nicht immer Leitungswasser beigeben, das ist dann nicht so gut, ne? Aber ab und zu dann doch mal. Ja, und unsere Alocasia Red Secret, das ist die eine, die andere steht im anderen Zimmer. Das war die kleinere, auch hier keine Zickerei, bekommt ihr tatsächlich ein neues Blättchen, das jetzt hier herauswächst. Wurzeln liegen zum Teil sogar hier oben auf, die kann man schön sehen. Also der geht es richtig gut, die ist auch richtig schön eingewachsen schon. Also das ist eine richtig coole Pflanze. Die zickt in keinster Weise rum, die kriegt gleich nochmal einen Schluck bei 400 bis 500. Im Moment kommt sie noch damit aus, aber wir wissen ja schon, Alokasien sind in der Regel Starkzehrer. Das heißt, irgendwann müssen wir hier auch dementsprechend reagieren. Aber es könnte sein, dass hier schon mehr drin ist, bedingt dadurch, weil wenn du 500 immer reingießt, anfangs da waren ja weniger Wurzeln. Jetzt habe ich aber gerade nichts Passendes mehr hier. Ich werde gleich mal ein bisschen ansetzen und dann messe ich nochmal nach. Aber dann sage ich euch dann, wie das aussieht. Ja, also, dann mache ich erstmal eine Pause. Und natürlich gibt es heute wieder ein Update von unserem Keep and Care Microgreen. Das können wir jetzt so schon sehen, da brauche ich gar nicht mehr nah dran holen. Wir handhaben das so, wie wir das müssen, ne? So, augenscheinlich noch richtig pitsche nass. Also eigentlich bräuchten wir hier gar nichts machen. Eigentlich, ne? Aber laut Anleitung soll man das ja jeden Tag einmal nass machen. Also werden wir das auch heute nochmal durchdringend gießen hier und dementsprechend Restwasser gleich weggießen. So, und dann kommen wir jetzt zu unserer Alocasia Red Secret. Die werde ich jetzt bei ca. 700 Mikrosiemens düngen. Im gleichen Verfahren jetzt mit dem Flora Micro mit drin, wie ich es vorhin gesagt hatte, ne? So, dann gieße ich das einmal durch hier. Messe gleich auch nach. Und dann sehen wir jetzt etwas hier, und zwar unsere Pfennigbäumchen. Ich gieße das mal eben raus hier. Das soll man ja jeden Tag weggießen. Überschüssige Wasser dann dementsprechend. Ja, unsere Pfennigbäumchen, die standen auch im Keller. Vorgestern habe ich sie hochgeholt. Und ich muss sagen, sie sehen richtig gut aus. Richtig knackig. Die standen auch öfters mal trocken. Die sind auch jetzt tatsächlich richtig trocken. Hat denen überhaupt nichts ausgemacht. Ich habe sogar noch eine Wüstenrose. Die ist mir kaputt gegangen. Die ist Matsche geworden. Frag mich nicht warum. Ist so. Okay, also werden die heute auch zum ersten Mal dementsprechend gewässert und gedüngt. Ich habe sie ab und zu im Winter mal nass gemacht, ne, ab und zu, aber nicht ständig. Und von daher hat das mit den Pfennigbäumchen sehr gut funktioniert. Hier wollte ich einfach mal gucken, was passiert denn, wenn, dass ich das dann oder wir das auch mitnehmen können, dass das so weit ganz gut funktioniert. Und jetzt noch die Frage, wie reagieren die Pflänzchen darauf, wenn sie jetzt wieder ins Warme kommen? Dass wir das dann vielleicht dann im Laufe der Zeit mitnehmen können. Haben sehr wenig Licht bekommen, standen zwar direkt am Fenster, aber im Winter gibt es ja eh nicht viel. Und zum Keller hin kommt ja auch nicht viel Licht rein. Von daher hatten sie also recht wenig Licht. Sind ja auch nicht gewachsen, weil es war ja kalt. Von daher spielt das dann auch nicht so die ganz große Rolle in dem Sinne. Okay, achso, nachmessen wollte ich ganz kurz hier, was wir jetzt hier Mikrosiemens drin haben, wenigstens, dass wir das schon mal wissen, was. Ey, nicht aus, nicht aus. Geh bitte an. So, 750, also. Okay, das nehmen wir dann jetzt so mit und guck mal, wie die Red Secret sich jetzt hier entwickelt. Ich möchte gleich noch eine Aussaat machen und zwar
Premium-Tierfuttersamen, um mal zu gucken. Ja, dass wir das mal hinbekommen in dem Sinne. Wollen wir mal gucken, ne? Das starten wir jetzt gleich mal. Und dann habe ich noch etwas, das zeige ich jetzt mal. Und zwar haben wir jetzt hier Salatpflanzen. Die hatte ich mir schon mal besorgt zum Wochenende. Zwei Tomatenpflanzen auch sollten, also die Tomaten nicht, aber die Salatpflanzen sollten eigentlich nach draußen. Zum Glück habe ich es nicht gemacht, denn der Winter ist wieder da. Und deswegen stehen die jetzt unter der North Point LED hier, damit sie halt erstmal ordentlich Licht bekommen und mir nicht vergeilen. Ja, okay, so ist das, ne? Plötzlich ist der Winter wieder da, machst du nichts. Ja, okay, dann behelfen wir uns jetzt erstmal so hier und gucken mal, inwieweit das hier funktioniert. Okay. Ist jetzt vielleicht ein bisschen grelle, ne? Dann machen wir das heute einfach mal im Versuch in dem Sinne. So, ich habe jetzt so eine schöne Bonsai-Pflanzenschale, also Pflanzen- oder und Bonsai-Schale, je nachdem. Mit Untersätzen, sind auch schöne Einkerbungen drin, dass er also richtig schön fest hier drin steht. Ich möchte gerade mal gucken, ob das passt, wenn wir Wasser reingießen, ob das Wasser dann auch hier mit reinkommt in dem Sinne, dass wir so das Ganze dann so haben, dass es sich selbstständig bewässert in dem Sinne, ne? Dass also unten Wasser durchkommt. Denn ansonsten wäre das nicht so gut. Das, ne? Oh, ich zeige es gleich mal. Oder wir sehen es jetzt, je nachdem. So, jetzt müsste eigentlich langsam was kommen. Passt noch Wasser rein? Ja, es passt noch Wasser rein. Ja, okay, also funktioniert. Hier kommt also Wasser an, wie wir sehen. Hat man das jetzt gesehen? Ich hoffe es mal, ne? Also das, ja doch, sieht man. So, ich nehme jetzt Zeber. In dem Fall jetzt heute mal fünflagig, je nachdem. Müssen wir mal gucken, wie wir damit zurechtkommen. Fünf Lagen. Und dann schneide ich das mal just so ein bisschen zurecht hier, so Pi mal Daumen. Muss ja nicht ganz genau sein, ne? Aber so, damit das am Rand nicht so übersteht. Ne? So, siehst du wohl, pass mal auf. Das könnte eine interessante Geschichte werden. So, und drücken wir das mal hier rein, das Zeber. Jetzt ist, oh, guck mal, wird das. Es ist so, dass laut Beschreibung das Ganze in 4 bis 5 Wochen erntereif sein sollte. Wir haben ja schon Erfahrung gemacht mit dem Zeber, dass es also lange beständig ist, ohne kaputt zu gehen, also zu vergammeln in dem Sinne. Von daher erhoffe ich mir, gut, hätte ich noch ein bisschen besser zurechtschneiden können, egal, komm. Erhoffe ich mir, dass wir das dann jetzt hier so hinbekommen. Dann werden wir jetzt die Samen einfach mal hier drauf streuen. Moment, oh, einfach, ne, weiß Bescheid. So. Da lassen wir uns mal überraschen. Ach, guck mal, ist sogar ein Schildchen bei. Cool. Okay, was ist denn da alles drin? Aha. Das ist aber echt ein Gemisch hier. Alter Schwede. Guck mal. Man kann es einigermaßen erkennen. Was da alles ganz genau drin ist, weiß ich jetzt nicht. Aber Ringelblumen kann ich erkennen. Ich glaube Dill soweit. Irgendwas Grasartiges sieht man auf jeden Fall. Aber da ist jetzt echt ja, Haufen Zeug drin in dem Sinne. Ne? Bunter Mix. So, dann streuen wir das jetzt einfach hier mal so drüber. Vielleicht brauchen wir gar nicht so viel, wa? Das könnte schon fast reichen hier. Das könnte schon fast so reichen. Gedacht ist das natürlich für die Tiere, ganz klarer Fall. Insbesondere für Nicoles kleinen Babys. Die hat ja Wellensittiche 2 bekommen zu Weihnachten. Und die Svenja hatte auch 2 Wellensittiche bekommen, also 2 Pärchen haben wir in dem Sinne jetzt hier. Die fliegen auch frei rum tatsächlich. Natürlich nicht hier drin, ne? Was Bescheid. So, pass mal auf, das werde ich jetzt so belassen hier und werde das Ganze einfach, mal, ich schiebe den mal hier rein, und werde jetzt das Ganze abdecken, ähnlich wie wir es hier im Prinzip gegeben haben. Ähnlich, muss ich mal gucken jetzt, wie ich das hinbekomme. Auf jeden Fall mal gucken, ob das so funktioniert. Also da bin ich echt gespannt drauf. Wir wissen ja, Versuch macht klug. Wir wollen es uns so einfach wie möglich machen. Von daher gucken wir mal. Düngen werden wir nicht. Erstmal gar nicht. Werden wir fortlaufend dann natürlich beobachten, wie das so funktioniert. Auch hier mache ich es auf die gleichen Art und Weise, wie wir es jetzt bei dem Keep and Care Anzugkasten haben. Ne? Also gießen, Wasser weg. Weiß Bescheid. Und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. So, manchmal hat man ja auch Glück, wenn man nicht alles wegschmeißt, ne? Guck mal, das ist so ein Behältnis, da waren Pflanzen drin eingepackt. Das ist eine coole Sache, denn das passt hier genau drauf. Pass mal auf, ich hält den einfach mal hier so drauf. So, zack, guck mal, passt genau. Das ist ja mal eine coole Sache, wa? Da hat man doch echt mal Glück gehabt, siehst du wohl. Dann schneide ich das einfach mal hier ab. Das ist ja mal schön, ne? Ich meine, man sammelt ja viel zu viel. Echt, also ich habe hier alles Mögliche rumfliegen, was ich vielleicht in 2 Jahren mal gebrauchen könnte, weißt du, kennst du das, ne? Ah, ich sag's dir doch, aber dieses Mal ist es doch ganz schön, dass ich dann tatsächlich nichts weggeschmissen habe, in dem Sinne.
So, das könnte man jetzt auch noch abschneiden. Hier ist aber nicht zwingend notwendig. Das passt ganz genau. Das ist ja mal eine coole Sache. Wa? Passt ganz genau hier rein. Schneide ich den jetzt noch ab hier? Ja, komm, ich schneide den gleich noch ab hier. Dann sieht er doch ein bisschen schicker aus. Ne? Ach, das ist ja mal eine schöne Sache. Man muss immer eben in der Hand nehmen. Da geht das, oder? Du siehst aber nichts. Ne? Irgendwie, das ist besser. Ach, das freut mich ja jetzt. Guck mal, so einfach ist das. Ne? Ratzfatz hast du ein neues kleines Gewächshaus gebastelt. Ohne viel Aufwand. In dem Sinne. Siehst du, oh, da schmeißt er wieder alles runter. So ist er. So. Passt. Perfekt. Perfekt. Das ist eine coole Sache. Es kommt auch ein kleines bisschen Luft hier unten rein. Von daher ist das also richtig cool. Siehst du wohl, so einfach kann man sich manchmal behelfen, ne? Okay. So, letzter Feiertag heute und dann geht's morgen wieder ins Leben. Da freue ich mich so drauf. So, also das hier mit dem Anzugkasten ist eine richtig coole Sache. Und das werde ich jetzt einfach mal hier mit dementsprechend auch versuchen, ob das so funktioniert oder nicht. Ne? Restliche Wasser, wie gesagt, das gießen wir jetzt einmal weg. Und werden das einmal am Tag halt dann dementsprechend bewässern. Müssen wir gucken, wie lange das so funktioniert. Ne? Wir wissen ja, Versuch macht klug. Ne? Versuch macht klug. So, jetzt natürlich die Frage, stelle ich es einfach ans helle Fenster oder doch unter die North Point LED? Jetzt im Moment lassen wir es erstmal so stehen. Müssen wir mal gucken. Voraussichtlich doch eher ans Fenster, damit man es gegebenenfalls einfacher nachmachen kann in dem Sinne, wenn das so funktioniert. Ne? Wenn nicht, wenn du Licht hast, zusätzliches, pack es drunter. Ist besser, logisch. Ne? Sei denn, es kommt jetzt richtig schön Licht von draußen, kräftige Sonne und hast du nicht gesehen. Aber im Moment ist ja alles wieder dunkel Deutschland hier in dem Sinne. Aber dass das so gut funktioniert, ist echt eine Hammersache. Ey. Alter Schwede, das ist genial. Ach so, ich wollte eigentlich hier noch was probiert haben. Warte mal, mal eben gucken, ob da Theorie und Praxis, ob das so funktionieren könnte. Und zwar sind die ja mehrlagig. Ich weiß ja auch nicht, ob ich die jetzt auseinandergefummelt kriege hier. Pass mal auf. In dem Falle sind das zwei Lagen jetzt bei dem hier. Ich werde es mal einmal, bei einem Teil werde ich es einfach mal machen. Einfach mal machen, ne? Wobei, das ist, ja, ist eigentlich zu strapazierfähig. Das wird nicht klappen. Nee, da müsste man was anderes nehmen. Vielleicht Toilettenpapier ähnlich, weil das zerfällt ja eigentlich eher, ne? Wenn das nass wird. Hier das ja nicht, das zerfällt ja nicht. Nee, das macht keinen Sinn jetzt. Das ist Quack mit Soße. Weil so sind die Gedanken, die kommen dann einfach. Ne? Und da denkt man sich, aber nee, das wird nicht hier funktionieren. Das heißt also dann gegebenenfalls mit Toilettenpapier unbehandelt, logischerweise. Um mal zu gucken, weißt Bescheid, ne? Komm, lassen wir jetzt erstmal so stehen. Winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Ja, heute mit einem wunderschönen Klimbim. Es gibt so Sachen, die sind unerfreulich, aber die muss ich auch zeigen. Und nutzt ja alle nichts, ne? Eine ganz erfreuliche Sache gibt es noch, unsere Wüstenrose, die so extrem rumgezickt hat, auch mit dem Blumenkohl, tralala Austrieb. Die wächst jetzt wunderbar. Werde ich bei gegebener Zeit auch nochmal zeigen. Die haben wir ja damals rausgenommen, gemeinsam eingetopft. Und seitdem wächst die richtig gut. Die ist wunderschön am Austreiben. Sonst die letzten zwei Jahre hat sie nur geblüht. Immerhin, aber keine Blätter ausgebildet. Und dieses Jahr hat sie Blätter ausgebildet. Woran das ganz genau liegt, werde ich auch noch sagen. Aber jetzt noch nicht, weil ich das Ganze erst noch ein bisschen beobachten möchte. Und wenn ich da Klarheit drüber habe, dann werde ich das kundtun. Und dann könnt ihr das dann dementsprechend auch mitnehmen. So. Jetzt ungefähr so, weiß Bescheid. Ne? So, Feierabend, da oben ist schon wieder gepoltert, das heißt, es gibt Essen. Und dann mache ich heute einen ganz ruhigen Tag. Ganz, ganz ruhigen, ehrlich. Ich werde mich so verlegen, gucken, was so läuft. Vielleicht läuft da dieses mit dem Goldgräber nochmal. Auf D-Max läuft das, glaube ich. Das gucke ich ganz gerne. Solche Sachen gucke ich sowieso gerne. Ne? Alles, was so mit Natur zu tun hat und hast du nicht gesehen. Aber ich denke mal, da sind auch viele von euch so, ja, wie sagt man so schön, ja, drauf fixiert in dem Sinne. So, komm, einmal Häschen noch. Einmal Häschen noch für dieses Jahr. Und dann ist Feierabend. Morgen ist Ostern vorbei. Und dann geht's in den April. In dem Sinne nicht, der ist ja schon. Aber das ist jetzt aber im Moment aber echt April draußen. Alter Schwede, ey. Boah, es schneit und hagelt und hast du nicht gesehen. So, unsere wunderschöne Mosaikpflanze. Die macht sich so gut da hinten, ne? Mit dem Licht, das ist der Hammer. Ja gut, die anderen Pflanzen auch. Das ist sowieso mit der Wand, das ist so genial. Da muss ich auch noch mal dran basteln jetzt irgendwann, wenn ich Zeit habe. Boah, ich habe so viele Sachen, die ich noch machen muss. Ich kriege ja nicht mal das Licht unter die Decke. Geschweige denn die Töpfe an die Wand. Habe ich nämlich auch schon ein paar hier stehen. Ja, okay. Eins nach dem anderen. Jetzt erstmal Anfang der Woche wird es ein bisschen hammermäßig. Und dann hoffe ich, dass dann zum Ende der Woche das wieder ein bisschen ruhiger wird, dass ich da ein bisschen mehr Zeit habe.
Und mal gucken. So ist das halt, ne? Der Papa muss machen, weiß Bescheid. Okay.